Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und es gibt Neuigkeiten. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Auf mein Video, mein vorletztes Video über Siad Roscher, die Nervensäge, die vor fast allen Fitness-Videos zu finden ist mit seinen Commercials, um seine Fitnessfibel zu verkaufen, der hat sich tatsächlich bei mir gemeldet auf Instagram aufgrund des Videos. Und ich muss sagen, wow, er hat nicht etwa einfach nur gemeckert und sich darüber ausgelassen, wie bestürzt er ist, sondern er ist tatsächlich auf einen Dialog mit mir eingegangen. Er hat sich einen Dialog hingegeben, den er eben angezettelt hat, wo wir einfach darüber gesprochen haben, was ich für Probleme damit hatte mit seinem Marketing und auch immer noch habe und die Probleme, die er allerdings auch sieht bei der Darstellung von mir. Ein paar Sachen davon fand er weniger toll, wie zum Beispiel ein sehr extremes Thumbnail, das nicht ganz seinen Trainingslehren gerecht wird. Und da muss ich ihm sogar recht geben. Ja, auch ich habe es natürlich bei dem Thumbnail da überspitzt ausgedrückt. Kein Training, hat er nie gesagt. Nein. Allerdings ist es eben auch eine ganz bewusst überzogene Art, denn das macht er ja in seinem Werbespots auch. Das soll nicht die Begründung sein, dass ich es auch mache, aber es ist zumindest ein legitimes Mittel. Man versucht, die Leute zu catchen. Und genau das ist sowohl mit meinem Video erfolgt, als auch natürlich mit seinem Marketing, wenn er BCAA-Pulver irgendwie in die Toilettenschüssel schmeißt und sagt, so werdet ihr Muskeln aufbauen. Da wissen wir, so macht man das da mehr oder weniger und kriegt dann so ein bisschen Aufmerksamkeit. Gut, aber ich will euch nicht vorenthalten, worum es ging. Und er hat etwas getan. Er hat mir mal seine Fitnessfibel zugeschickt und gesagt, sag mir doch einfach mal, was du davon hältst. Deswegen werde ich jetzt hier ein wenig für euch, für alle, die sich dafür interessieren, ein bisschen zu der Fitnessfibel sagen. Allerdings muss ich direkt sagen, es ist keine Seite für Seite und Thema für Thema behandelnde Analyse und Meinung von mir, denn ich habe mir nicht alles durchgelesen. Ich bin drüber geflogen und das hat vor allem, und damit kommen wir zum ersten positiven Aspekt, ein Grund darin, dass sie extrem ausführlich ist. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass so ein ausführliches Buch da ist, das fast alles behandelt, was man erstmal wissen muss in seinen ersten 10 Jahren des Trainings. Da gibt es kaum noch etwas, was in der Basis bleibt. Aber gut, gehen wir nun mal auf etwas mehr auf die Fibel ein. Ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht, damit ich auch wirklich all das natürlich unterbringe, was ich mir dabei gedacht habe. Grundsätzlich, die Fitnessfibel kann ich empfehlen. Es ist wirklich eine ganze Menge an Wissen da drin. Wie schon gesagt, er kümmert sich stark um das Thema Ernährung und auch da die Grundzüge. Man muss jetzt nicht alles im Detail wissen, aber die Grundzüge, um einen guten Körper aufzubauen, alles ist da drin. Und ihr müsst nicht mehr Hunderte und Tausende von Videos sehen, sondern habt dort das eine Buch. Außerdem natürlich viel zum Training. Da sind Trainingspläne drin für Anfänger, für Fortgeschrittene. Sehr viel Vorworte zum Training, was es überhaupt ausmacht, wie überhaupt Muskelaufbau entsteht und so weiter. Insofern, grundsätzlich kann ich da nur sagen, die Fitnessfibel von ihm ist tatsächlich gut. Und das hätte ich nie gedacht nach diesen Marketingmethoden, die ich da gesehen habe. Umso schlimmer muss ich sagen und umso berechtigter finde ich das, was ich zuvor gesagt habe. Umso mehr. Zum einen, weil seine Persönlichkeit scheinbar nicht so ist. Er war ein netter Kerl, der sich mit mir unterhalten hat und konnte es sogar verstehen, hat es sogar eingesehen, dass diese Art des Marketings eigentlich nicht so ganz cool ist, so wie ich das verstanden habe. Allerdings ist das eben schade, dass man das nicht weiß. Der Typ, mit dem ich mich da unterhalten hatte, hatte nichts mit dem zu tun, der uns vor den Fitnessvideos nervt. Das andere ist, dass sein Werk wirklich Qualität aufweist. Aber gut, dazu kommen wir später, wie ich es trotzdem einordne und warum ich trotzdem nicht jetzt das erste Video wegnehme oder auch nur revidiere in meiner Meinung. Auf einen Inhalt möchte ich ganz besonders eingehen. Er ist vor allem, was man ja auch an den Spots merkt, ein Vertreter des Ganzkörpertrainings oder des mehrmals die Woche den Muskel trainieren. Er wendet sich gegen die Bro-Splits, Bro-Split mehr oder weniger die Splits der alten Tage in Anführungsstrichen oder auch der Profi-Bodybuilder, die einen Muskel einmal die Woche trainieren, aber dafür richtig fertig machen mit vielen Sätzen, hohem Volumen und hartem Training. Da wendet er sich so ein bisschen gegen. Seine allgemeine Trainingslehre ist, dass man von diesen extremen Ausführungen des Sports zurückgehen kann, was eins von Profi-Bodybuildern, der Flex, den Zeitschriften, allem drumherum postuliert wurde. 20 Sätze für den Bizeps, bis man keine Flasche mehr heben kann und nicht mehr trinken kann mit dem Bizeps und so weiter. Er sagt, es ist eigentlich leichter, man macht da ein
eine ganze Menge vor. Auch die Ernährung ist leichter in den Griff zu kriegen und zu dem Traumkörper ist es etwas leichter zu bekommen. Was er natürlich nicht sagt ist, ihr könnt es ohne Training und ohne alle machen. Ich habe aber ein großes Problem und wer meinen Kanal verfolgt, der weiß auch, wie ich darüber denke. Das Hauptproblem ist, bevor ich in einen Lobbyismus verfalle, wo ich eine Seite vertrete und er, ist zunächst einmal ein objektiveres. Seine Fitnessfibel lässt keine andere Meinung zu. Er ist ganz stark und die Fitnessfibel ist damit ganz stark auf Leute bezogen, die ein Ganzkörpertraining oder maximal einen Zweiersplit dann trainieren und jeden Muskel 2 bis 3 Mal die Woche dann auch trainieren. Alternativen werden darin nicht vorgeschlagen und davon wird sogar abgeraten. Jetzt wird er sagen, ganz klar, er glaubt ja auch nicht daran und das ist ja eben der wissenschaftliche Anspruch seines Werks, damit aufzuräumen, zu sagen, das ist alles Bullshit. Ist es allerdings nicht. Das größte Problem ist es, dass die größte Erkenntnis gleichzeitig von jedem, der sich seit einigen Jahren in der Fitnessbranche bewegt, egal ob als Trainer oder nur als aufmerksamer Trainierender, eine einzige Regel zumindest erkennen kann. Und das ist, dass verschiedene Körper auf verschiedene Dinge reagieren. Jetzt müssen wir hier ein bisschen zurückrudern. Es heißt nicht, dass alles möglich ist. Es gibt einen Korridor. Es ist nicht so, dass du besser aufbauen könntest mit 200 Wiederholungen Bankdrücken oder ganz anderen Übungen oder die Wiederholungen am Tag zu verteilen oder sonst was. Es gibt einen breiten Korridor, in dem wir uns bewegen. Und dieser ist seit 50, 60 Jahren so grob begründet. Markus Rühl bringt es immer so ungefähr auf einen Punkt und sagt, nehmt die Gewichte, trainiert einen Satz, bis ihr nicht mehr könnt, macht das entweder mit 4 Wiederholungen oder macht das mit 15 Wiederholungen und steigert eure Gewichte. Reißt euch den A auf und ihr werdet zum Erfolg kommen. Und mehr oder weniger sind das 80% von allem, was ihr über Bodybuilding wissen müsst. Das sind 80% von allem, was seit Steve Reeves in den 60ern und 70ern bis jetzt geschehen ist. Und die Leute haben damit Muskeln aufgebaut. Manche schleppen Steine durch die Gegend und bauen Muskel auf. Und in Conan der Barbar hat Schwarzenegger einen Mühlrad betätigt und davon einen super Latissimus aufgebaut. Wie, weiß ich zwar immer noch nicht, aber es ist passiert. Das haben wir doch gesehen. Jetzt ist hier eben das Problem, dieses Buch, Die Fitnessfibel und Sjaad Roscher vertritt nur das eine. Ich muss sagen, ich wehre mich zwar immer noch, weil ich nicht davon überzeugt bin, gegen das andere, gegen Ganzkörper, gegen Zweier-Splits mehr oder weniger und gegen den Muskel 2 bis 3 Mal sogar die Woche trainieren, aber wenn mir jemand sagt, er hat damit aufgebaut, kann ich nicht sagen, das ist ein Lügner. Glaube ich ihm auch. Und ich glaube auch, dass es manche Leute da draußen gibt, die damit sogar besser aufbauen, als mit den Splits, die ich empfehlen würde. Gibt es. Ich war immerhin 15 Jahre lang Personal Trainer. Soll jetzt nicht heißen, guck, ich weiß es besser, deswegen müsst ihr mir glauben, weil es 15 Jahre sind. Dennoch weiß ich, dass ich auch Erfahrungen jenseits meines eigenen Körpers gemacht habe. Mit Freunden, mit Bekannten, mit Leuten im Fitnessstudio, mit meinen Klienten und mit den Klienten eines Fitnessstudios, in dem ich mal für 2 Jahre gearbeitet habe. Also das ist schon eine ganze Menge. Plus das, was dir andere Bodybuilder erzählen. Da kommt einiges zusammen. Und jetzt könnte man immer sagen, und das wird vielleicht auch der kleine Sjaad auf meiner Schulter sagen, hey, ich sag ja auch nicht, die haben nichts damit aufgebaut. Ich sag nur, sie hätten mehr aufbauen können, wenn sie ein anderes, moderneres, wissenschaftlich begründetes System genutzt hätten. Und auch das zweifle ich eben an. Dennoch gebe ich Raum dafür. Es gibt sicherlich die Leute, die damit aufbauen. Ich persönlich würde tippen, dass 70-80% eher mit dem anderen aufbauen. Und ich selbst muss sogar sagen, dass meine Erfahrungen sagen, 90-100% bauen damit besser auf. Allerdings muss man natürlich schauen, wie. Und das Wie ist immer das Entscheidende. Das gilt aber auch natürlich für sein System. Ich könnte jetzt auch ganz Körper trainieren, könnte das aber ganz falsch machen und auch falsch aufbauen und er müsste mich korrigieren. Nun ja, so viel erstmal dazu und jetzt gehe ich so ein bisschen noch einmal auf meine Kernargumente ein, aber ihr findet auf meinem Kanal schon eine ganze Menge zu Trainingshäufigkeit, Volumen, warum nur einmal die Woche trainieren und wenn das gewünscht ist, schreibt es bitte in die Kommentare, dann mache ich auch gerne nochmal ein extra Video dazu, in dem bestimmte Punkte angesprochen werden. Es gibt ein paar Dinge, wovon Experten, viele Trainierende, Profi-Trainierende und auch ich immer wieder darauf hinweisen, dass diese nicht möglich sind mit einem Ganzkörpertraining oder wenn man den Muskel 2 bis 3 Mal die Woche trainiert. Da kommen wir manchmal in Problemzonen und es entwickelt sich ein kleiner Knoten in der Trainingsplanung. So haben wir zum Beispiel ein Problem des Prioritätstrainings. Mir wurde es nicht nur eingebläut, sondern ich habe es auch am eigenen Leib gespürt und ich glaube, das tut ihr alle. Wenn ihr in den ersten 10 Minuten etwas trainiert, seid ihr frisch, habt ihr Kraft,
Hab dort auch meistens etwas mehr Muskelkater. Was heißt, der Muskel hat mehr trainiert. Ich sage nicht, dass Muskelkater ein Indikator dafür ist, dass ihr damit den besseren Wachstumsreiz setzt. Aber es ist ein Indikator dafür, dass er mehr beansprucht wurde. Und das zeigt euch, okay, wenn das jetzt in den ersten 10 Minuten erfolgt ist, obwohl ich in den letzten 10 Minuten meines 80-Minuten-Trainings genauso hart trainiert habe, der hat aber keinen Muskelkater bekommen. Es ist auch so, dass man allgemein immer noch sagt, wenn ihr eine Schwäche habt, mal einen Muskel, das ist eine Methode, das auszugleichen, diesen an Anfang des Trainings zu setzen. Jetzt haben wir bei einem normalen Bro-Split von einem 4er- oder 5er-Split oder minimal einem 3er-Split weniger das Problem. Wenn ich also erst den Rücken und dann den Trizeps trainiere, habe ich eigentlich noch innerhalb von 60 bis 90 Minuten genug Power für den Trizeps. Aber wenn da jetzt noch ein Muskel hinterkäme und noch einer und vor allem große Muskeln davor waren, wenn ich jetzt zum ersten den Rücken, dann die Beine, dann die Brust trainiere und irgendwann dann an 5. oder 6. Position kommt noch der Bizeps oder die Schultern, dann bleibt dafür nicht genug übrig. Manchmal sind diese Hilfsmuskeln, die man hinten antut, natürlich auch schon bei dem anderen Training bei gewesen. Aber was ich auch erst in den letzten Jahren gelernt habe, weil ich es nie vorher gemacht habe, ein isoliertes Armtraining sorgt oft dafür, dass eure Arme noch besser wachsen, obwohl ich genau das gleiche mache, was ich immer gemacht habe, wenn ich die Arme ganz normal nach dem großen Muskel trainiert habe. Entweder die Antagonisten, also Trizeps nach Rücken, oder sogar den gleichen Muskel, den Hilfsmuskel, Bizeps nach Rücken. Dennoch, am Armtag, es hat funktioniert, meine Arme sahen besser aus als je zuvor und das nach 20 Jahren Training. Also, hier passiert etwas, eine Priorisierung. Priorisierung macht immer noch Sinn. Und das kann bei einem Ganzkörpertraining extrem nach hinten geraten. Auch frage ich mich dann immer, muss ich jetzt das immer wechseln? Wenn ich mal mit den Beinen angefangen habe, will ich beim nächsten Mal mit dem Rücken anfangen, danach mit der Brust anfangen, dann vielleicht auch mal mit den Schultern anfangen. Und da ist wiederum das Problem, wenn ich jetzt meinen Rücken etwas stärker austrainieren möchte, dann müsste ich jetzt gucken, wie oft priorisiere ich das darin, weil ich weiß immer, die hinteren Muskeln werden nicht ganz so viel abbekommen. Es ist schwierig und macht einen Knoten im Kopf. Und ich glaube, das macht sich auch bemerkbar auf Dauer beim Training. Ich selbst habe auch das Problem, Beintraining versus Rückentraining. Das sind zwei so große, komplexe Muskeln, die damit auch mit ihrer Komplexität nicht nur mehr Bearbeitung benötigen und ein wenig komplexer sind, weil viele Muskelstränge da drin sind, im Gegensatz zu einem Bizeps, sondern auch das zentrale Nervensystem, eure allgemeine Ausdauer, wesentlich mehr fordern. Und die beiden in einer Trainingseinheit, also selbst wenn ich nur 3 bis 4 Sätze Kniebeugen mache, dann bin ich schon so K.O., dann noch nach dem Rücken, nach der Brust, noch die Schultern, Trizeps und Bizeps gerecht zu werden, ist schwierig. Vielleicht liegt der Fehler eher in mir, ich trainiere vielleicht noch zu hart, aber dennoch macht es mir Probleme und diese Sorgen haben eben auch andere Trainer, die sich damit auseinandersetzen. Eine andere Sache ist, wie das bereits schon angesprochen, manche Muskulaturen recht komplex sind. Wir reden immer so leicht von, es gibt 6 Muskelgruppen und die eine ist zum Beispiel Rücken, die andere ist Bizeps. Dennoch hat dieses kleine Ding hier, dieser Hubbel, recht wenig bei einer Auflistung gleichbleiben, mit kann man wirklich gleichsetzen mit dem ganzen Rücken, der aus so vielen Muskelsträngen besteht. Den Bizeps kann man bestenfalls vergleichen mit einem davon. Vielleicht nur den Latissimus und selbst der ist 3-mal größer und greift über eine größere Fläche. Da könnte man auch theoretisch sogar den Latissimus noch unterteilen, den unteren und oberen Latissimus, während das beim Bizeps kaum geht. Macht man Bizeps Curls, hat man eigentlich den ganzen Bizeps. Und dann haben wir noch den Trapez, den oberen Teil des Trapezes, den unteren Teil des Trapezes. Wir haben den Rückenstrecker, wir haben alle Muskeln, die innen sind. Wir haben auch noch den hinteren Delta-Muskel, der darin übergeht. Wir haben so viel Muskulatur dort. Ich brauche ungefähr 2-3 Übungen, um wirklich die Komplexität von oben, von dem obersten Ansatz des Rückens, denn hier geht er schon los im Nacken, die ziehen sich hier hoch, bis ganz nach unten in den Rückenstrecker zu trainieren, um dem gerecht zu werden. Und dann kann man auch noch von innen nach außen gehen. Das mit nur einer Übung, die man macht, oder höchstens 2, und dann wird das Training schon wieder endlos lang. Wenn ich jetzt 2 Übungen beim Ganzkörpertraining für den Rücken mache, dann mache ich wahrscheinlich auch 2 für die Brust, damit ich auch die komplett treffe. 2 für die Beine mache ich sowieso. Und 2 Übungen bedeutet dann mindestens 3 Sätze sicherlich pro, und dann kommen wir schon wieder in Probleme rein. Jetzt wird oft gesagt, okay, wir nehmen ja auch den normalen Trainingsplan und zerhackstückeln ihn nur in 3 Teile. Das heißt, eigentlich trainiere ich über die ganze Woche immer noch die Komplexität. Aber wenn ich einerseits den Bizeps 3-mal die Woche trainiere
und den immer im Ganzen. Dann aber meinen Rücken unterteile und nur der Latissimus wird eigentlich nur einmal die Woche richtig trainiert. Einmal macht er so ein bisschen mit und einmal vielleicht weniger. Wie zum Beispiel auch beim Kreuzheben, da ist ja recht wenig drin. Dann wird es da auch schon wieder schwierig. Ihr seht, also man müsste eigentlich jeden einzelnen Muskelstrang des Rückens immer wieder drin haben. Und dann haben wir einfach zu viel Übungen. Und das gilt vor allem für den Rücken, sehr komplexe Muskulatur oder auch für die Beine. Eine nächste Sache ist, dass einem, was haben wir hier? Man ist weniger flexibel. Wenn ich einmal eine Trainingseinheit nach hinten verschieben möchte, und ich glaube, jedem von uns geht es so, der kein Profi-Bodybuilder ist und ganz festen Tagesstrukturen nachkommt. Ich möchte eine Trainingseinheit nach hinten verschieben, weil ich denke, okay, heute kann ich nicht oder morgen kann ich nicht, möchte ich das danach machen. Dann hätte ich schon wieder 2 Tage Pause. Weil ich jetzt immer nur so einen Mini-Reiz setze, ist das dann natürlich schon relativ fatal. Schwer wird es aber dann, wenn ich das wieder aufholen möchte, denn 2 Trainingseinheiten hintereinander kann ich dann nicht machen. Dem kann ich beim Split-Pan ungefähr ausweichen. Ob ich den Rücken jetzt einen Tag nach der Brust trainiere oder einen Pausentag dazwischen habe, ist gar nicht so schlimm für den Muskel. Beim Ganzkörpertraining, klar, da brauche ich die Erholung, da kann ich nicht direkt nächsten Tag wieder reinhauen. Und auch dadurch haben wir eine gewisse Unflexibilität und das nervt mich. Grundsätzlich muss man auch zu der Theorie dahinter bedenken, dass nur weil ich früher bereit bin, und das habe ich schon in vorigen Videos mal gesagt, nur weil ich früher bereit bin und mein Muskel wieder bereit ist zu wachsen, heißt das noch lange nicht, dass er wiederum Muskelmasse verliert und einem katabolen Prozess unterliegt, wenn ich noch warte. Ja, es kann sein, und das ist ja die Grundtheorie davon, dass nach 2 bis 3 Tagen mein Muskel wieder bereit wäre und ich dadurch Gains verpasse. Aber viel wichtiger ist es zu wissen, nur weil ich 3-4 Tage länger warte, verliere ich nicht die alten Gains wieder. Der Körper sagt nicht, oh, jetzt werde ich direkt schon wieder los. Nein, das macht er nicht. Und es gibt noch eine ganze Menge anderes als nur Muskulatur, Reparatur und die Recovery davon. Denn die Muskeln erholen sich leider am schnellsten. Weniger schnell ist es mit den Gelenken, mit den Sehnen. Und wenn ich die alle 2 Tage belaste, und jetzt reden wir von jemandem, der schon ein paar Gewichte nimmt, das ist vielleicht auch ein Geheimnis dahinter. Das klingt jetzt zwar wieder recht polemisch, immer wenn ich Leute sehe, die den Ganzkörperplan oder den mehrmals die Woche trainieren Plan für eine Muskelgruppe sehe, dann sehe ich, das sind meistens schlankere Leute. Mit einem trotzdem vielleicht netten Körper, aber schlanker. Und keine, die große Massen mit sich tragen. Und das hat nichts mit Steroiden zu tun erstmal. Ich rede nicht von den Markus-Rühl-Massen. Ich rede alleine schon von mir als etwas massigeren Typen und anderen, die noch um einiges massiger sind. Die haben also eine massige Brust, einen massiven Rücken. Und wenn die den einmal richtig trainieren wollen mit den richtigen Gewichten, dann sind das trotzdem die gleichen Gelenke und Sehnen, die darauf treffen und die das auf einmal alle 2 Tage machen müssen. Alle 2 Tage mit 130 Kilo Latzug zu machen, ist ein großer Unterschied zu 60 Kilo Latzug. Selbst wenn ich bei beidem nur 8 Wiederholungen schaffe. Es ist einfach für die Gelenke und für die Sehnen ein großer Unterschied. Und dem wird man hier auch nicht gerecht. Wir können damit nicht so lange warten, bis die Sehnen und Gelenke wieder repariert sind. Das allerdings kann man mehr oder weniger bei den Bro-Splits machen. Das sind nur so ein paar Einblicke, bevor sich das Video zu sehr in die Länge zieht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Oder schreibt natürlich auch in die Kommentare, wenn ihr hier gewisse Dinge anders seht, die ihr anders beobachtet habt oder die ihr denkt, die man da auch noch mit einbedenken muss. Grundsätzlich muss ich sagen, Siad berichtet hauptsächlich von seinen Erfahrungen und führt das eben auf einige der Studien zurück. Es gibt berechtigte Zweifel an vielen Studien, die sogar von vielen derjenigen, die die Studien machen, selbst ausgehen, wenn es um die Studien geht, weil man oft die Umstände nicht kennt. Ihr kennt zum Beispiel schon vielleicht die Worte dazu von Goku, der auch immer wieder sagt, gut, Studien kann man eigentlich nur zu 10% ernst nehmen, man muss wirklich gucken, was haben sie gemacht, trifft das auf mich zu. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, eigentlich fast so viele Menschen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, gibt es auch, wie diese auf verschiedene Trainingssysteme reagieren. Ich muss jetzt dazu sagen, und das ist eben nicht einfach nur eine trotzige Haltung, ich habe beides ausprobiert. Ich habe früher angefangen, die ersten 1-2 Jahre mit einem Ganzkörpertraining. Ich habe genau die umgekehrte Reihenfolge gemacht von denen, die ich wahrscheinlich Siad Roscher gemacht habe. Ich habe Ganzkörper trainiert, ich habe den Muskel immer 2 bis 3 Mal die Woche trainiert, also exakt das. Und obwohl ich Traineranleitung hatte, es wurde nicht viel draus. Klar, man nimmt erstmal 5-6 Kilo immer zu am Anfang, aber ich blieb schlank. Als ich dann mal jemanden hatte, und das waren nicht die Trainer damals, weil es war ein ziemlich braves Fitnessstudio, das in einem Schwimmbad drin war, da waren hauptsächlich ältere Leute und Reha-Leute, es war eigentlich nicht für Bodybuilder.
Als ich dann aber jemanden bei der Seite hatte, der mich auf einmal zu sich genommen hat und gesagt hat, nur mal, du musst mal die Muskeln aufteilen. Ich wusste noch, was heißt denn Split aufteilen? Dann hat er mir einen Trainingsplan gemacht und dann ging es richtig los. Es machte nicht nur mehr Spaß, ich wurde in allen Disziplinen, wirklich, ich explodierte die Kraft. Ich selbst nie, ich bin einfach kein Muskeltyp, der schnell Muskeln aufbaut, aber es kamen auf einmal weitere Erfolge, die vorher schon sich eingestellt hatten. Und ab da habe ich mich auch viel mehr fürs Bodybuilding interessiert und all das Ganze gelernt und die Trainerscheine gemacht und so weiter. Das war ein Schlüsselmoment. Und als Trainer habe ich genau das Gleiche bemerkt. Immer wenn ich den Leuten zu weniger statt mehr geraten habe, wurde es auf einmal etwas. Ich habe schon mehrmals gepriesen, wenn ihr das selbst mal testen wollt, schaut doch einfach mal, wenn ihr das komplette restliche Training auslasst und nur am Montag eure Bankdrückleistung anschaut und die Brust trainiert, ob ihr dann kein Rücken trainieren, kein Bizeps, nichts anderes, keine Beine in der Woche wirklich ruhen und fressen, ob ihr beim nächsten Montag euch steigert. Wenn nicht, ist das ein Indiz dafür, dass ihr den Muskel öfters reizen müsst. Wenn ihr euch auf einmal steigert, was ihr Wochen und Monate vorher und vielleicht sogar Jahre nicht mehr geschafft habt, dann heißt das, wow, der Muskel brauchte doch mehr Erholung und mein zentrales Nervensystem brauchte mehr Erholung. Denn selbst das Skippen von einem Beintraining und Rückentraining kann dafür sorgen, dass ihr in der Brust auf einmal mehr Gewicht nehmt. Und was heißt das? Die ganz logische Schlussfolgerung ist, die Recovery stimmte nicht, eure Erholung stimmte nicht. Und das Rückentraining zieht auch die Erholung von Gelenken, Sehnen und dem zentralen Nervensystem ab. Das passierte bei den meisten, wenn ich diesen Test gemacht habe. Plötzlich ging eine Bankdrückleistung, die seit Jahren nicht mehr hochging, von 80 auf sogar 85 Kilo und eine Wiederholung mehr. Unglaublich, das passiert mir heutzutage genauso. Lass ich mal alles ausfallen und mache nur die Brust einmal die Woche, dann bin ich danach stärker. Ich weiß, ich habe so aufgebaut. Alle meine Klienten haben so mehr aufgebaut. Manche davon kamen von breitem Sport oder Ganzkörpertraining. Manche kamen von einem herkömmlichen Dreier-Split, Vierer-Split, Row-Split, aber haben da etwas nicht richtig gemacht. Und jetzt kommt die harte Behauptung. Da wird es Jad wahrscheinlich, wenn er das sieht, eher grinsen und das sind einfach, ja, hinnehmen und darüber wahrscheinlich nur lachen. Aber ich glaube es, Jad. Wenn du jetzt nochmal den Dreier-Split eine Chance geben würdest und den wirklich mit deinem jetzigen Wissen, Erfahrung und vor allem mit deiner Kontrolle der Muskulatur, mit deinem neuen Muskelgefühl umsetzen würdest, ich glaube, du würdest ein bisschen mehr auseinandergehen. Behaupte ich einfach. Darauf würde ich wetten, dass das passiert. Oder man müsste auch mal schauen, ob da vielleicht irgendwelche Fehler sind, ob du mit einer gewissen neuen Trainingsanleitung diesen Dreier-Split, Vierer-Split, ich glaube sogar ein Vierer-Split wäre noch besser, einmal die Woche den Muskel nur zu trainieren, ob du dann nicht einfach stärker werden würdest und massiger werden würdest. Das behaupte ich. Aber gut, ich möchte es jetzt trotzdem etwas ankündigen, was ich im Gegenteil machen werde. Ich werde jetzt zum ersten Mal seit dem Jahre 1998, 99 ein Ganzkörpertraining machen. Ich werde es für 4 Wochen mal wieder ausprobieren, damit ich nicht einfach immer nur blind wettere, denn eigentlich muss man alle 2 Jahre seinen Körper wieder neu testen. Ich habe eine ganz andere Masse, ein ganz anderes Muskelgefühl und ich bin mal gespannt, was es mit mir macht. Das immerhin hat Sjard verursacht. Ich bin mal neugierig geworden und möchte es einfach mal tun, bevor ich hier einfach immer nur relativ blind motze. Und jetzt kommen wir nach so vielen Minuten, ich weiß nicht, wie viel es waren, wir reden schon seit, ach du Schande, langer Zeit, kommen wir zu meinem Endappell. Sjard selbst hat gesagt, er ist völlig bei mir und kann das verstehen, dass diese Art des Marketings eigentlich nicht schön ist. Er sagt auch, das, was man sich denken kann, aber du glaubst nicht, nur so funktioniert's. Kaum macht man das so, dann verkauft man. Das mag sein, das hätte ich auch niemals bestritten. Und darum geht es auch nicht. Hier geht es um Integrität. Es ist so oder so eine Art, die nicht nur überzogen ist, sondern die wirklich, da bleibe ich bei, die ist einfach völlig lächerlich und peinlich. Das tut mir jetzt weh, wo ich weiß, dass da eigentlich ein feiner Kerl, so scheint es, hintersteckt. Umso schlimmer finde ich das, denn wenn wir so jemanden schon, der ein echt tolles Buch dahin zaubert und der wirklich Ahnung hat, an so einen Mist verlieren, und was ist dann beim Rest bestellt? Das ist einfach schade. Und kleines Beispiel aus dem Bereich, wir wissen auch alle, dass Sex sells, besonders bei Social Media. Das heißt, wenn, besonders Frauen betrifft das ja, weil die wesentlich mehr damit erreichen, also wenn irgendjemand, ein Mädchen, seinen Instagram-Kanal aufmacht und dann einfach immer mehr
Haut zeigt, immer mehr Hintern zeigt und den in die Kamera hält, klar wird es mehr geklickt. Und klar bauen sich damit wahnsinnig viele Kanäle auf. Aber würden wir dann sagen, genau das Gleiche? Ja, gut, finde ich ja auch kacke, aber du glaubst nicht, dass es erfolgreicher ist. Doch, glaube ich, natürlich ist es erfolgreicher. Aber es ist stillos, es ist niveaulos. Und das ist doppelt und dreifach schade. Doppelt und dreifach, weil die Fibel wirklich gut ist, auch wenn sie sich dem anderen gegenüber verschließt. Und weil das Yard scheinbar doch nicht ganz so ist und das sogar versteht. Deswegen wäre es mein Appell, lass den Scheiß. Deswegen wäre es mein Appell, bedenke das nochmal, überdenke das nochmal. Und selbst wenn man damit seinen Traum nicht erfüllt und Fitnesstrainer sein kann, dann doch lieber auf eine andere Art es entweder versuchen oder gescheitert sein, als so etwas zu machen. Meine Einstellung ist es definitiv, du wirst deinen Weg eh weitergehen, aber das bleibt damit leider. Und das finde ich wirklich schade. Und das andere ist, man kann mal überdenken, ob der Dreier-Split was für einen ist oder nicht. So, das ist jetzt sehr ausführlich hier alles geworden. Ich hoffe, das Video wird überhaupt geschaut, wenn es jetzt 25 Minuten lang ist. Ich verabschiede mich damit schnell. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn das für euch zu lange war, aber ihr bis hierhin durchgehalten habt, gebt mir trotzdem einen Daumen hoch. Schreibt aber gerne in den Kommentaren, das war zu lange, wieder kürzere Videos. Bald kommen übrigens relativ kurze Videos. Also, ich verabschiede mich, abonniert den Kanal, wenn ihr weiter was sehen wollt und bis bald, euer Gotti.